So, Freunde der Nacht, willkommen zurück zu einem neuen Part von The Legend of Zelda A Link to the Past. Wir sind hier in dem dritten Palast, wo wir hier schon einige, ja, so komische Schalter sehen. Wir können hier diese Blöcke hoch und runter bewegen. Jetzt können wir erstmal nach rechts und dann nach links laufen. Wir können uns auch hier einsperren. Machen wir aber nicht. Das scheint ja schon ganz spannend zu werden. Achso, die müssen wir einfach nur runterschubsen. Können die auch betäuben? Nö, können wir nicht. Wir können hier die... Okay, das ist auch gut. Kannst du hier hinkommen so? Ey, kommst du jetzt mal richtig hier so? So. Genau. Ja, und ich wollte mal fragen. Also nicht fragen, sondern mir ist aufgefallen. Aha. Mir ist aufgefallen, dass die Aufrufe... Nein, nein, andersrum formuliert. Ich wollte fragen... Ach, wir können die doch besiegen. Nur oft genug treffen. Okay, okay, okay. Tja, da brauchen wir einen Schlüssel, den wir nicht haben. Also gehen wir nochmal hier runter. Oder fallen hier runter, besser gesagt. Oh, hier sind wir jetzt. Okay. Verdammt, genauso wollte ich es nicht machen. Achso, hier geht's nach unten, deswegen, ich habe das gar nicht gesehen. Ja, ich wollte euch fragen, das Wetter ist jetzt ja momentan ziemlich gut, zumindest hier bei uns. Aber ich glaube, auch in ganz Deutschland ist das Wetter ziemlich gut. Also so von der Sonne her und alles. Jetzt das Hochwasser mal davon ausgeschlossen, da möchte ich gar nicht groß drüber reden. Das ist alles schrecklich genug, da müssen wir uns nicht noch hier... in den Videos drüber auseinander drüber unterhalten. So. Jetzt ist es richtig, jetzt komme ich auch lang. Und ja. Wart ihr auch schon schön draußen und habt das Wetter genossen? Wahrscheinlich schon, weil die Aufrufe hier weniger geworden sind. Daran sieht man das mal wieder. Die Karte eingesammelt. Ich habe jetzt kaum Views hier bei den Zelda Let's Play, was jetzt nicht so schlimm ist, ich mache mir da keinen Kopf. Aber daraus schließe ich, dass ihr draußen an der Sonne seid und nicht am Computer und Let's Plays guckt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so treibt. Ricky, ich bin es, der Dorfälteste, also Hasrala, ein guter Rat von mir. Schaust du in den Verliesen in den Zauberspiegel, kannst du zum Eingang zurückkehren. Oh, sehr schön. Das ist echt ein guter Tipp. Dankeschön. Ich komme hier nach unten. Den Schlüssel haben wir ja eingesammelt. La 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 la. Okay, wie? Ach so, okay. Komm, machen wir wieder hier den hier. Oh Mann. Oh, ich muss mal schnell gucken. Habe ich eine Fee? Ja, ich habe eine Fee. Ich bin immer noch zu geizig, den Trank zu benutzen. Weil der heilt ja viel mehr als die Fee. So, und? Ist das der letzte? Nee, ist noch nicht der letzte. Okay. So, den da. Dann den. Dann den. Triff mich nicht. Wow. Hier ein Herz. Nein, kein Herz runter. Okay, wahrscheinlich müssen wir jetzt sowieso... Ah, hat nicht geklappt. Okay, brauchen wir auch gar nicht so. Ja, ja, schön. Oh, 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 gib mir ein Herz. Machen wir mal so. Können wir das auch so treffen? Hier durch so? Ja, ne? Ja, okay. Da, 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 da. Ach, weißt du was? Gib mir Herzen, gib mir Herzen, gib mir Herzen, gib mir Herzen. Oh, was soll ich mit Magie? Verdammt. Dich kann ich nicht... Dich kann ich nicht damit. Okay. Was macht denn der Eisstab mit dir, hä? Der macht dich direkt kalt. Sehr schön. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die Lampe haben. Wumm. Wumm. Ey, geht's noch? Geht's noch? Okay, alle vier Lampen und mit Schatzruhe. Yay. Mit dem großen Schlüssel schon. Oha. Cool. Wir haben ihn schon. Halt, ich wollte noch mal was gucken.
Ja, das ist alles nicht so einfach. Und dieses Gepiepe, ne? Aber immerhin wissen wir so, wie, dass wir wenig Energie haben. In einem anderen Projekt, was ich schon aufgenommen habe, aber was ihr noch nicht zu sehen bekommt. Ja. Stelle ich fest, dass man... dass das ein sehr guter Hinweis ist, dass ich es gepiepe. Weil man auch gerne mal vergisst, auf die Anzeige zu gucken. Und dann schneller verreckt, als einem lieb ist. So, hier ging es nur nach unten und da war ja nichts. Ich guck nochmal. Ein Stockwerk nach unten. Achso, das ist unten. Da war nichts. Da ging es da rein und dann... Okay. Dann gehen wir nach oben. Nach oben. Da wird man uns loben. Nein, wird man nicht, aber egal. So, Herzen, Herzen, Herzen. Nein, kein Herz. Oh je, oh je, oh je. So, wir machen das mal so. Treten da nicht wieder drauf. Können hier durch. Und jetzt geht die richtige Action los. Wir sind jetzt im dritten Stock. Da ist noch der Raum, da geht's nach oben. Da geht's einmal nach oben, einmal nach oben. Okay. Scheint nicht so umfangreich zu sein, der Palast hier. Ja, ist doch gut jetzt. Okay, okay. Und nochmal. Gib mir jetzt ein Herz. Mein Gott. Gib mir doch ein Herz. Besichtig schon extra so. Boah, der zieht uns ein ganzes Herz ab. Ich besieg den ja schon extra so. Damit er uns was gibt. Jetzt haben wir nur noch ein halbes Herz. Oh, 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 oh. Ja, gibst du mir ein Herz? Komm, gib mir ein Herz. Du gibst uns aber ein Herz. Oder du. Nein, dafür müssen wir schon treffen. Nur Rubine. Ja, ein Herz. Aber eins nur. Naja, der Kompass, yay. Okay, was sagt er? Recki, ich bin es, der Dorfälteste Sahasroller. Ein guter Rat von mir. Ein wertvoller Edelstein, Mondperle genannt, befindet sich in diesem Turm. Mit der Mondperle kannst du auch in der Schattenwelt deine Gestalt bewahren. Du musst sie finden und den Turm wieder verlassen. Vergiss das nicht. Aha, ich muss gar nicht zum Endboss. Oh, jetzt ist da die Lücke. Ja. Nein! Mann, das ist gemein! Zieht uns ein ganzes Herz aber auch. Und gibt uns kein Herz. Verdammt. Okay, dann verlassen wir den Turm wieder dann. Also kein Boss hier, oder was? Oh, ich treffe den nicht. Verdammt. Jetzt aber. Yay. Dreh nicht einfach um. Das wäre gemein. Ein Herz. Juhu. Ja, ein Herz ist so schön. Ja, dann gehen wir da nach oben wieder. Vielleicht müssen wir auch einfach darunter fallen. Wow. Passend runterfallen vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Gucken wir mal. Kommt doch alle her hier, ihr Luschen. Dich noch ein paar Mal treffen? Oder bist du unbesiegbar? Wie ist es hier, hä? Hä? Komm her. Ja, der nimmt Schaden. Probieren wir mal noch ein paar Mal. Nö. Doch, der ist besiegbar. Okay. Er lässt sich besiegen. Yay. Nicht runterfallen, bitte. Du sollst mir noch was geben. So was Rotes, Fliegendes. Oder Flatterndes. Und hier sind Bomben gefragt ohne Ende. Oder auch nicht. Alles eine Täuschung. Dass man denkt, da ist was. Und wahrscheinlich ist hier woanders. Nee. 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 Da müssen wir bestimmt runterfallen. Ja, das passt so ungefähr. Machen wir einfach mal jetzt. Mal gucken, wo wir landen. Yay! Die Mondperle! Die Gestalt des Helden ist damit gefeit gegen magische Verwandlung.
Juhu! So, jetzt lassen wir das auch mal so. Und nehmen den Bumerang wieder. Ja, okay. Boss oder auch nicht Boss? Doch, Boss. Oh, jetzt direkt schon, verdammt. Ach, er. Der kommt in der Link to the Past 2 auch wieder vor. Lalala, lalala. Ich glaube nicht, dass wir es so schaffen. Aber ist mir jetzt egal. Yay. Den habe ich nämlich recht schwer in Erinnerung. Yay, yay, yay. Immer schön auf den Schwanz. Das ist jetzt nicht pervers gemeint. Ja. 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 Lass dich schon treffen, du Sack. Lass dich doch treffen, Mann. Lass dich. Wie er einfach umdreht. Yay. Der wird gleich noch schneller. Lass dich doch noch ein paar Mal. Boah, war das knapp. Oh, wie schnell. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Ich trau mich nicht zu dem hin. La 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 la, wir sind runtergefallen. Und hier gibt's so einige Dinger. Wisst ihr was? Mach mal jetzt so. Und dann gehen wir nochmal einen runter. Und ich glaube, da konnten wir das nochmal ändern. Ja, genau da. So. Und. Uff. So, jetzt wieder hoch. Und dann können wir so ein paar Krüge zerschmettern. Und ich glaube dann, dass da Herzen drin sind. Oder irgendwas anderes. Wenn das schon so gut bewacht ist. Man weiß es ja nicht. Vielleicht will uns das Spiel auch einfach nur veräppeln. Das wäre auch nichts Neues. So. Herz, Herz, Herz. Yay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Genau euch brauche ich momentan. So, jetzt nochmal. Jetzt nochmal vernünftig hier mit voller Konzentration. Da, da, die, da. Okay, sonst ist hier nichts mehr. Sonst ist hier nichts mehr. Jetzt müssen wir den wieder von vorne machen. Aber das macht ja nix und wir lassen uns direkt treffen. So, immer schön schnell hin. Bevor der. Damit. Dann bleibt der nämlich schön stehen. Nein, 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 nein. Wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Diese scheiß Abgründe hier, ne? Komm doch her, komm doch her, du kannst doch eh nix. Ja, das war's, yay, wir haben ihn geschafft, yay. Link flippt aus, woo. Ein Herz mehr, die Lilly, haben wir schon die zweite Reihe? Nein, haben wir nicht. Yay, das Amulett, cool. Very nice, yay, du hast das Amulett der Weisheit errungen, geschafft. Du hast alle drei Amulette. Gehe jetzt und suche das Masterschwert in den verlorenen Wäldern. La 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 la. So, jetzt können wir ja unsere wahre Gestalt behalten. Sehr nice. Dich brauche ich jetzt nicht, aber ist egal. Ich schnapp dich trotzdem mal. Und jetzt kommt bestimmt ein Neid auf bei diesen beiden Viechern, warum wir unsere Gestalt behalten können. Du hast dich ja gar nicht verändert. Du hast sicher die Mondperle, oder? Deine Gestalt hat sich nicht verändert. Du bist kein gewöhnlicher Junge, oder? Nö, bin ich nicht. Ich bin nämlich der Held. ja, lass mich in Ruhe. Da, di di di, di di da, da, di 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 da, da 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 da.
Na 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 na. La di 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 da di da 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 da. Sorry Leute, ich muss hier jetzt singen, denn die Musik ist meine Lieblingsmusik. Ich finde die noch geiler als die andere. Also als die in der hellen Welt, sozusagen in der Lichtwelt. Die ist geil. Die ist so schön bedrohlich. Ja, man möchte direkt wieder hier abhauen. Aber so ein bisschen ist da noch Hoffnung drin. In der Musik. Da geht's rein, yay. Wollen wir doch mal gucken, was hier in der Schattenwelt alles ist. Och, wieder eine Fee. Ja, wir sind doch komplett geheilt. Du brauchst uns nicht heilen hier. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Kling, kling. Naja. Sonst war hier oben nichts mehr, ne? Doch, da oben ist, glaube ich, nicht zu. Wollen wir doch noch mal eben gucken. Da, da. Boah, das Spiel macht so eine Laune. Das ist so geil. Es ist auch schwer für mich persönlich, den Favorit zwischen den beiden Zelda-Teilen, also Link to the Past, den hier, und Ocarina of Time zu finden. Aber für mich ist es trotzdem Ocarina of Time, weil ich das zuerst gespielt habe. Also ich kannte erst Ocarina of Time, weil ich für das hier noch zu jung war. Also so richtig halt, als Kind kannte man das Spiel ja hier nicht so unbedingt. Da oben kommen wir gar nicht hin, okay. Da kommen wir nicht hin. Oh, lass mich in Ruhe. Also ich latsche lieber hier lang. Weil hier kriege ich keinen Schaden von diesen blöden fallenden Steinen, also Felsen. Boah, ich dachte schon, ich hätte mich jetzt genau in die oh ja, ist klar, ist klar, ist klar, direkt jeder ein Herz. Alter Schwede. Pff, erstmal voll gegen die Wand rennen. Hey, bin runtergefallen. Oh, dann eben langsam, meine Güte. Lass mich doch alle in Ruhe. Wir wollen uns doch nicht prügeln, oder? Wir wollen uns nicht prügeln. Oder doch? Oder doch, doch, doch. Oh, doch, doch, doch. Ja, schon gut. Okay. Hier oben gehen wir jetzt nicht raus. Hier können wir jetzt die Fledermäuse verprügeln. Und ratet mal, die Nase juckt wieder. Nee, hier kommen wir gar nicht raus wieder. Verdammt. Ist da was? Ich probiere mal was aus. Nö, hat nicht geklappt. Aber jetzt können wir wieder hier direkt durch den Eingang hier oder Ausgang, wie auch immer. Buff. Jetzt nach unten. Jetzt nach links und nach unten. Und raus. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder vom Berg runter? Ach ja, klar, da oben stand ja, dieser Weg führt nach Kakariko. Oh Mann, bin ich doof. Ich bin doof, ich bin doof, ich bin so dumm. Ja, Mann. Ich bin ja so dumm. Okay. Das war doch mal schön. Oder etwa nicht. So, dieser Weg führt nach Kakariko. Stand da. So. Bin ich hier noch gar nicht lang gegangen? Ich weiß nämlich gar nicht, wo es jetzt hier rausgeht. Also wo ich da ankomme, meine ich natürlich. Bada 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 bada. Und wo komme ich an? Ach, hier oben sogar. Okay. Ja Mann, dann wollen wir doch mal jetzt mal los. Wir holen uns das Masterschwert und lassen uns vorher schön von den Vögeln verprügeln. Bef. Wow. Ha, tausende Bienen hinter uns her hier. Ja, komm, gehen wir mal hier rein, ne? Wir gehen hier rein. Direkt hier. Oh ja. So, jetzt können wir endlich das Masterschwert holen. Oh, oder auch nicht. Erst einmal müssen wir richtig laufen.
Hier oben und dann links lang. Und dann hier so. Und dann da rein. Jetzt müsste ich da sein. Nee, doch nicht. Hab mich vertan. Noch weiter links. Lalala. Lalala. Och, Mann. Ich bin so doof. Hier ist das doch, ne? Ja, genau. Jetzt können wir schön das, lesen, was hier steht. Wenn die große Zerstörung naht, wird ein Held kommen, der drei Amulette trägt. Er wird das Schwert ziehen können, denn er ist ein Nachfahre der tapferen Ritter. Okay, dann ziehen wir es mal raus. Lalalala. Yay! Ich sag jetzt mal nichts. Recki, ich bin es, Sahasrala. Ich kann es kaum glauben, dass du tatsächlich das Masterschwert errungen hast. Ich glaube, dass du mit diesem glänzenden Schwert die böse Macht des Zauberers niederschmettern kannst. Das Schicksal dieses Landes liegt in deinen Händen. Ich habe Vertrauen in dich. Wow, wie groß das ist. Geil. Wir haben das Masterschwert. Und jetzt ist direkt erstmal hier... Aha, jetzt müssen wir dahin wieder zurück. Direkt hier alles verschwunden hier. Und ich brauche jetzt unbedingt volle Energie, um euch was zu zeigen. Und jetzt sieht das alles richtig geil aus. Recki, Hilfe! Die Burgwachen dringen in die Kathedrale ein! Ah! Oh, dann jetzt aber schnell zur Kathedrale. Bevor wir da jetzt zur Burg gehen. Jetzt ist hier richtig schön Schatten und kein... Hau ab. Och Mann. Hau ab. Jetzt sind hier keine... Ist hier kein Nebel mehr. Jetzt sind hier schön... Ist hier schön Schatten. Schatten. Jetzt sieht's aus wie ein Wald. Ein ganz normaler Wald. Ganz einfach. Ich möchte mich jetzt heilen. Okay. Yay, Magie. Yay, wir kommen hier nicht durch. Oh Mann. Oh Mann. Ja. Wir wollen jetzt erstmal zur Kathedrale aufbrechen. Um Zelda noch schnell zu beschützen. Falls es nicht schon zu spät ist. Oh. Ob es nicht schon zu spät ist. Wir wollen uns mal schnell beeilen. Und irren hier erstmal euer umher. Vielleicht treffe ich jetzt auch besser mit dem Masterschwert hier. Und mache auch mehr Schaden. Das zumindest. Muss sein. So, genau hier ging es nämlich. Achso, nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte gerne hier so. Und zack. Mit einem Schlag. Yay. Endlich. Diese doofen Vögel machen mir dann nichts mehr aus. Ich treffe sie auch. Ohne Probleme. So, was ist mit euch hier? Ein Schlag? Jawohl. Und ihr auch? Ein Schlag. Ich brauche Heilung. Heilung. Ah, Heilung. Ist hier auch mal was drunter? Nö. Aber ich glaube, hier ist direkt mein... Ne, hier ist nicht mein Haus. Mist. Naja, vielleicht heilt mich der ja. Wenn ich es noch schnell genug vereitel hier. Da ist er. Jetzt aber, halt, ich wollte mich mal eben hier... Hier fallen auch so viele Äpfel raus, die uns heilen. Hier auch. Müsste eigentlich, ne? Wie? Nur hier? Okay. Und hier ist ein Geheimnis? Oder was war hier? Ne, hier war nichts. Okay. Können wir dagegen? Nein, können wir auch nicht. Fehlen uns noch zwei. So, jetzt aber hier schnell. Und nein! Was ist mit dir los? Recki, du kommst eine Sekunde zu spät. Ich konnte es nicht verhindern. Zelda, die Soldaten haben sie entführt. Sie brachten sie ganz oben in den Burgturm. Du musst sie finden, bevor der Zauberer seine Magie gegen sie anwendet. Bitte, du bist unsere einzige Hoffnung. Nein, Priester, du bist gestorben. Oh nein. Verschwunden vor allen Dingen einfach mit diesem hässlichen Effekt. Diesen Wiu. Ach du Scheiße. Das gibt Rache. Ich mach sie alle kalt.
Ich bin nicht mehr fröhlich hier. Das geht jetzt überhaupt nicht mehr. So, jetzt haben wir hier auch unsere Power, mit der wir alle fertig machen, aus der Ferne. Jetzt kriegen wir natürlich Herzen, ist klar. Das Spiel meint es überhaupt nicht gut mit uns. Und jetzt hier. Los! Lauf! Ich mach dich fertig, du Blödmann. Tschüss. So. Aghanim, dafür wirst du büßen. Und ich lass mir erstmal treffen hier. Zweimal. Verdammt. Ich bin kein guter Held. So, komm her. Gib mir ein Herz. Nein, gib da nicht. Gib mir kein Herz. Ach nee, ich bin ja sauer. So, willst du mal sterben hier? Gib mir ein Herz. Naja, immerhin ein bisschen Geld. So, jetzt hier. Nein. Du triffst mich nicht hier. Da gibt mir auch kein Herz. Gibt's das denn? So, jetzt da nach oben. Da, 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 die da. Boah, wir müssen uns sofort rächen hier. Hier ging's doch. Nee. Da ging's hoch. Und dann dort links, meine ich, ne? Boah, wir machen euch alle fertig. Jetzt habe ich das Masterschwert, jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Ich mache euch kalt. Ach nee, hier geht's auch nicht hoch. Wo war das denn nochmal? Mann! Immerhin gibst du mir jetzt auch mal sowas hier. Und sowas hier. Das reicht schon, sehr gut. Boah, ich mache euch alle kalt. Ihr hättet mich nicht rufen sollen. So. Und hier alle rein. Achso, hier sind wir jetzt direkt schon oben. Okay. So. Hier, das kann mir nichts mehr hier. Ich mache euch kalt. Aber Freunde, ich muss trotzdem jetzt sagen, auch wenn ich hier stinkwütend bin, ich spreche mal hier als Link, dass einfach der Priester niedergemetzelt wurde. Das gibt's doch nicht hier, der böse Aghanim. Den werden wir jetzt mal vernichten, aber erst im nächsten Part, denn es ist schon wieder vorbei. In 3 Minuten möchte ich das jetzt nicht machen. Und ich sage, bis zum nächsten Mal, wenn wir Aghanim vernichten. Ciao!